Herr Schmidt, Sie werden mit dem Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen diese Ehrung? Ja, sie hat mich überrascht. Sie hat mich gefreut, insbesondere nachdem ich auch gesehen habe, wer die Vorgänger sind und wer die Verleiher sind. Ich persönlich bin leidenschaftlicher Lernkulturentwickler. Und wir haben ja eigentlich eine kleine Akademie hier für den Organisationsbereich, für Professionalisierungen dort. Und gewürdigt zu werden, dass wir da einen Beitrag leisten, hat mich besonders gefreut. Der Life Achievement Award ehrt ja eine Person für ihr Lebenswerk. Wie würden Sie das Ihre bezogen auf die Weiterbildungsbranche beschreiben? Ja, ein Lebenswerk hat es so an sich, dass es viele Stationen und viele Schattierungen hat. Ich kann das nicht alles rausgreifen, will vielleicht nur erwähnen, dass ich als Hochschuldidaktiker angefangen habe. Ich habe ja da auch promoviert und ich wollte einfach, dass Lernen an öffentlichen Einrichtungen ganz anders läuft. Habe aber im Laufe der Jahre dann zu spüren bekommen, wie schwierig das in traditionellen Institutionen ist. Und dann habe ich die Psychologie und Psychotherapie und Gruppendynamik und das alles entdeckt und bin dann für viele Jahre mehr im klinischen Bereich tätig gewesen, dort aber bald wieder als Lehrtherapeut, Lehrtrainer tätig gewesen und habe da schon für die Weiterbildungskultur etwa der Deutschen Theatergesellschaft sehr viel getan, sodass das nicht so verkarstet und verwaltet wird, wie man das leider oft an öffentlichen Einrichtungen kennt. Und dann bin ich ja mehr und mehr mit dem Wirtschaftsleben, mit Organisationen in Kontakt gekommen und habe gesehen, dass man dort sowohl für unsere Beratungstätigkeit, für unsere Konzepte, aber auch für den Umgang mit Menschen kombiniert mit Strukturen und Organisationen sehr viel Sinn hat. Und bald haben mich eben interne und externe Kollegen aus diesem Bereich auch um Weiterbildung angefragt. Und so bin ich zum Weiterbildner in diesem Bereich geworden. Und weil das irgendwie gut angekommen ist, die Menschen sich in ihrer Person berührt gefühlt haben und für ihre Arbeit, für ihre Effizienz sehr viel gekriegt haben, kamen halt immer mehr. Und so ist dann im Laufe der Jahre langsam, Schritt für Schritt, dieses doch mittlerweile recht große Weiterbildungsinstitut entstanden ist. Wir haben ja heute durchschnittlich etwa 350 Teilnehmer an den verschiedenen Weiterbildungsprogrammen und etwa 25 Weiterbildungsprogrammen. Und worauf ich dort besonders stolz bin, ist, dass so viele verschiedene Gruppen zusammen lernen können. Wir haben 2/3 bis 3/4 interne in ganz verschiedenen Organisationsrollen der Organisation und uns nicht nur auf die externen Anbieter von Dienstleistungen konzentriert, weil am Ende das Lernen in Organisationslernen in den Unternehmen, in den Organisationen münden muss. Und deswegen ist es gut, dass die internen Kollegen kompetent sind und dass sie verstehen, wie man gut lernen kann, damit sie es im Rahmen ihrer Tätigkeit weitertragen. Und dass da nicht ein Seminarkult aufgebaut wird, in dem jede Menge Wissen und Ergriffenheit produziert wird, aber am Ende das Anreichern der Organisationskultur und der Professionskultur dann sehr schwierig wird. Und mir war das immer wichtig, mit den Menschen so zu arbeiten, dass sie einen wirklichen Nutzen für die Gesellschaft draußen haben. Wenn man sich ihren Lebenslauf betrachtet, wenn man sich ihren Lebenslauf betrachtet, könnte man sie als Vorbild für lebenslanges Lernen sehen. Sie waren oder sind Didaktiker, Mentor, Therapeut, Berater, Coach, Kulturentwickler. Was hat Sie persönlich immer angetrieben? Ich glaube, ich bin irgendwie vom Wesen her ein Antidogmatiker und ein sehr neugieriger Mensch. Und dann habe ich eine bestimmte Therapieschule oder Gruppendynamik oder Wirtschaftswissenschaften oder Lehre an Hochschulen kennengelernt, studiert. Und dann kommt sehr schnell der Impuls,
Ja, aber da gibt es doch noch viel mehr. Das kann doch nicht sein, dass das schematisch und gewohnheitsmäßig immer seinen gleichen Gang geht. Und am Anfang habe ich gedacht, dass die psychologischen Schulen und all die, dass die die volle Flexibilität und Beweglichkeit haben. Habe aber festgestellt, dass auch dort in kürzester Zeit sehr viel Gewohnheit sich einstellt. Und daran habe ich mich dann immer gerieben, bin dann auch nicht nur mir selbst, sondern auch anderen unbequem geworden. Und dann habe ich entweder ausweiten können dort, wo ich war, oder ich habe dann mir neue Felder erschlossen. Naja, und wenn man das 40 Jahre lang macht, kommt einiges zusammen. Was gefällt Ihnen heute noch an Ihrer Profession? Also ich bin ja Schwabe und auch von der akademischen Ausbildung her ursprünglich Ökonom gewesen. Und ich habe im ersten Moment meines Wirtschaftsstudiums den Satz gehört, Ökonomie bedeutet die intelligente Kombination von Ressourcen zur Erzeugung eines Mehrwerts. Und von daher war mir immer wichtig, Wirtschaften nicht als irgendein Privileg oder irgendeinen Nutzen irgendwie zu erlangen, zu verstehen, sondern dass wirklich das Zusammenfügen von Dingen entscheidend ist, die dann einen Mehrwert erzeugen, der dann von allen genutzt und verteilt werden kann. Also nicht diese Ausbeutungsökonomie. Und dazu müssen die Menschen lernen, außer ein Feld für sich zu erarbeiten, die Anschlussfähigkeit an viele andere Felder und Verantwortlichkeiten mit in ihren Horizont aufzunehmen, damit man zusammen einen Mehrwert erzeugen kann. Und mir war es immer eher unangenehm, wenn Schulen versucht haben, ihre Teilperspektive aufzublähen. Und was mir hier am ISB so gut gefällt, ist, dass wir ganz viele Disziplinen, ganz viele Arten von Menschen in verschiedenen Lebensphasen, von verschiedenen Ausbildungen herkommend, zusammen lernen lassen können, dass wir eine Didaktik entwickelt haben, die das wirklich leistet und die diesen Menschen klar das Gefühl gibt, sie sind als Person gemeint und sie können damit in ihren Berufszusammenhängen wirklich etwas zur Gesellschaft beitragen. Sie gelten ja als einer der profiliertesten Vertreter der systemischen Szene, möchte ich mal sagen. Ja. Was macht aus Ihrer Sicht die Arbeit eines systemischen Beraters aus? Ich glaube, der Berater, das ist ja nur eine der Rollen und der Professionsmöglichkeiten für die systemische Sichtweise. Mir ist daran das Systemische eigentlich wichtiger als die Rolle oder das Setting oder das Dienstleistungsangebot, das damit verbunden ist. Und für mich ist es einerseits die klassische Blickrichtung, die wir mit Mobile-Gedanken bezeichnen, dass wir studieren, wie die Dinge zusammenspielen, um von daher besser zu überlegen, wo man in Prozesse sinnvoll eingreifen kann, um Musterentwicklungen möglich zu machen. Und die andere Seite des Systemischen, die für jeden Beruf wichtig ist, bei uns durch die drei Schwäne repräsentiert, ist, dass ich nicht nur ein relativ kompetenter Praktiker wäre, sondern dass ich auf mich drauf schaue, wie ich das eigentlich mache und wie sich das entwickeln könnte. Und beim dritten Schwan, dass ich ganz von außen schaue, wie sich eigentlich Professionsfelder entwickeln, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wie sich Mentalitäten entwickelt, aus denen heraus immer wieder neue Berufsbilder, neue Tätigkeitsbilder, neue Organisationskulturen und Professionskulturen bilden. Und diese Metaperspektiven und neben dem Lernen von beruflichen Konventionen ein Metabewusstsein, wie man dabei eigentlich lernen kann, wir nennen das Metaprofessionalität, mitzuentwickeln, halte ich für einen wichtigen systemischen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit. Das müssen Sie jetzt nochmal erklären, warum Schwäne? Ja, das ist einfach ein Sinnbild, das mir so über den Weg gelaufen ist. Als ich nach einem Logo für das Institut gesucht habe vor vielen Jahren, hat mir ein befreundeter Kollege beim Mittagessen hier im Garten den Witz von Tünnes und Scheel erzählt. Tünnes fragt den Scheel, du, was wärst du denn gern, wenn du ein Tier sein könntest?
Und Scheel sagt, ah, da wäre ich gerne ein Schwan. Oh, sagt Hünes, und warum? Naja, da könnte ich fliegen und ich könnte es genießen zu fliegen. Hm, sagt der Hünes, gute Idee, dann wäre ich aber gern zwei Schwäne. Da fragt der Scheel, warum denn zwei Schwäne? Naja, ich könnte fliegen und das genießen und ich könnte über mir fliegen und mir zugucken, wie ich fliege, und ich könnte genießen, auch zuzugucken, wie ich fliege. Ah, sagt der Scheel, ja, dann wäre ich gern drei Schwäne. Ich könnte zuschauen, ich könnte fliegen und das genießen, ich könnte mir zuschauen, wie ich fliege und warum ich mich so und so bewege und steuere, und fände das ganz interessant. Und dann könnte ich von außen gucken, wie die beiden miteinander umgehen und wie das ganze Feld aussieht und wie es überall reinpasst. Und das fand ich irgendwie passend, und dann waren es drei Schwäne. Sie haben unter anderem die systemische Transaktionsanalyse entwickelt. Was kann man sich darunter vorstellen? Als ich ein junger Mann war und mich mit den humanistischen Psychologiemethoden sehr befasst habe, damals Körpertherapie, Gruppendynamik, Gestalttherapie, bin ich durch Zufall auf die Transaktionsanalyse gestoßen bei einem Besuch in Kalifornien. Und was ich daran toll fand, ist, dass es ein System ist, das für das damalige Verständnis sehr pragmatisch, sehr einfach, für jedermann verständlich menschliche Persönlichkeit und menschliches Verhalten und menschliche Entwicklung beschrieben hat. Und außer, dass es sehr erfahrungsorientiert war, war es eben auch immer bemüht, konzeptionell die Dinge sinnvoll zu beschreiben. Und deswegen ist eine meiner Hauptkarrieren im Laufe des Lebens gewesen, Lehrtrainer und Lehrtherapeut der Internationalen TA-Gesellschaft zu werden. Und ich habe das viele Jahre sehr aktiv und auch in entsprechenden Rollen in den Verbänden ausgefüllt. Ich habe an anderer Stelle ja schon gesagt, ich bin ein Antidogmatiker. Und was mich zunehmend störte, ist, dass das Berufsverständnis der Psychotherapeuten, und das auf einem Stand der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, eigentlich die Transaktionsanalyse dominiert hat und es notwendig war, eben in einem zweiten und dritten Schwan von außen zu schauen, ja, was kann man mit den klassischen Konzepten und Vorgehensweisen eigentlich weiterhin tun, und das oft mehr im psychosozialen oder im Psychotherapiebereich. Und wenn man das übertragen will, was ja ein Anspruch von Eric Byrne war, auf andere Felder, wie müssen dann die gleichen Grundgedanken in ganz neue Konzepte und in ganz neue Vorgehensweisen gefasst werden? Und das habe ich dann konzeptionell in vielen Bereichen im Laufe der Jahre entwickelt. Und es war mir dabei wichtig, dass ein Selbstverständnis von Professionellen, zum Beispiel im Organisationsbereich, entsteht, das nicht im Grunde eine Anwendungsform der Psychotherapie sein will, sondern ganz eigene Gütekriterien hat und ganz eigene Konzepte und Sprache und ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und da habe ich unter anderem 1991 schon dieses Rollenmodell der Persönlichkeit, das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit entwickelt, das das klassische Ich-Zustandsmodell der Transaktionsanalyse für diese anderen Bereiche weiterentwickelt hat. Und immerhin schon 16 Jahre später habe ich dafür auch diesen höchst dotierten Preis der TA-Welt, den Eric Byrne Memorial Award 2007 in San Francisco, bekommen, als erster Deutscher und als erster aus dem Organisationsbereich. Also insofern war die Verleihung überhaupt an jemanden aus dem Organisationsbereich auch schon ein Beleg dafür, dass ich auf der richtigen Spur war. Was kann man denn mit dem Modell erklären? Welches meinen Sie jetzt? Ja, das Drei-Welten-Modell. Was kann man mit dem Drei-Welten-Modell erklären? Gut, ich möchte jetzt nicht in den von mir immer angeprangerten Fehler verfallen und zu sagen, jetzt haben wir ein Modell und das soll möglichst alles erklären, weil wir eine kleine Brille haben, durch die wir die ganze Welt angucken können. Deswegen meinen wir verstehen jetzt die ganze Welt. Nein, wir machen das andersrum. Wir treffen auf Wirklichkeitssituationen und dann überlegen wir, haben wir Modelle, die wir nutzen können, um das sinnvoll zu beschreiben? Und wenn ja, wie sind die gebaut? Welche Fragen stellen die? Welche Antworten kann es dann geben, was der Logik ja der Frage entspricht? Und ich habe das Drei-Welten-Modell ja hier auf
Das ist das Verbreitetste in meinem Modell. Das ist mittlerweile in der ganzen Welt unterwegs. Das ist ein Ansatz, Persönlichkeit so zu beschreiben, dass sie nicht als Privatmensch und dann als Folge der Biografie verstanden wird, weil das eine Beschreibung von Persönlichkeit ist, die wir zum Beispiel im Organisationsbereich selten wirklich richtig nutzen können. Sondern es beschreibt Persönlichkeit als ein Portfolio von Rollen. Und wir haben Rollen in der Professionswelt, also Manager, der sich vielleicht irgendwann mal zum Coach entwickeln will. Die Rollen dieser Persönlichkeit, die sind dann bezogen zum Beispiel aufs Berufsleben, nicht unbedingt auf eine spezielle Organisation. Wenn ein Mensch, der eine bestimmte Berufsorientierung hat, gleichzeitig auch in einer Organisation eine wichtige Rolle hat, dann ist derselbe Mensch an der Stelle zu verstehen in seinen Rollen in der Organisationswelt. Abteilungsleiter, Produktentwickler, Marketingmensch und ähnliches. Und der dritte Bereich ist natürlich der ganze privatweltliche Rollenbereich, den man dann auch noch in gesellschaftlichen und ganz privat unterscheiden könnte, was Günter Mohr zum Beispiel gemacht hat. Das Gute daran ist, dass in diesem Modell nicht Mensch und Welt unterschieden wird und dann überlegt man, wie man das wieder zusammenkriegt, sondern von vornherein ist der Mensch in seinen Rollen auf den Bühnen seiner Welten und von daher die Persönlichkeit schon in Gesellschaft integriert, von vornherein gedacht wird, sodass wir nachher nicht diese Ankopplungsprobleme haben. Und wenn ein Mensch sein Menschsein, seine unverwechselbare Einzigartigkeit ausdrücken will, dann würde man in diesem Modell sagen, er soll es in der Art und Weise tun, wie er seine Rollen in seinen Welten ausfüllt und zu welcher Art von Beziehungen und Lebensgestaltung er damit einlädt. Und dieses Modell stellt Fragen in dieser Richtung, liefert keine Antworten. Und es gibt viele Bereiche, wofür dieses Modell sich auch einfach gar nicht eignet. Jedes Modell hat einen Gültigkeitsbereich, einen Grenzbereich und einen Unsinnsbereich. Und wenn man versucht, es über seine Grenzen hinaus auszudehnen, dann wird es eben zum Unsinn. Und das habe ich eben so oft beklagt in anderen Schulen. Sie haben ja mehrere psychologische Modelle in den Wirtschaftskontext übertragen. Mhm. Was genau ist denn überhaupt gewinnbringend an therapeutischen Ansätzen, sage ich jetzt mal, wenn man die überträgt in einen anderen Kontext? Ja, das ist ja gerade das Problem, wenn man in Übertragung denkt, was ich nicht getan habe. Also sonst würde man dann eben die Frage an eine Privatperson, wie sind die heutigen Fragestellungen deines Lebens eigentlich begründet in deiner Biografie, was hat es mit deiner Familie, mit deiner Herkunft und all diese Dinge zu tun. Wenn ich solche Überlegungen einfach nur übertrage, zum Beispiel in den Organisationsbereich, dann finden die Menschen das zwar interessant, aber Organisationen können eigentlich von daher nicht so weitgehend verstanden werden als eine Ansammlung von Menschen mit ihrer gesamten Biografie. Wir müssen im Verständnis des Menschen eine Konzeption finden, die auf die Organisation bezogen ist. Und deswegen begreifen wir Menschen eben in ihren Organisationsräumen auf den Bühnen des Feldes, über das wir gerade sprechen. Und so müssen wir auch unsere Konzepte entwickeln. Das heißt, der Vorgang ist nicht Gewohnheiten aus einem Bereich in einen anderen übertragen und hoffen, dass irgendwie Plausibilität und Ergriffenheit entsteht, sondern die Logik, wie man Mensch und Welt und Funktionieren und Zusammenspiel versteht, aus dem einen Bereich herauszunehmen und neu zu konzipieren, was das in anderen Bereichen bedeuten kann. Von daher sind es eben dann keine psychologischen Modelle mehr. Verstehe ich. Kann man denn sagen, dass Sie letzten Endes zu so einer Art Vermenschlichung der Organisationsentwicklung beigetragen haben? Also ich will das jetzt nicht so einseitig sagen, weil man dann leicht in so eine romantische Ecke kommt. Ich will es vielleicht an der Konzeption des Instituts sagen. Es gibt hier keine Seminare, wie bin ich Mensch, welche Werte, welche spirituellen Orientierungen oder sonst was habe.
habe ich, sondern hier gibt es Seminare, in denen ich mich frage, wie kann ich mein Berufsleben besser gestalten und wie kann ich die Rolle in meiner Organisation und die Kultur dieser Organisation und die Leistungsfähigkeit dieser Organisation besser gestalten. Und dann ist die Frage, und wie passt das, was ich da tun möchte, zu mir als Mensch? Wie kann ich mein Menschsein dort hineingeben? Wie kann ich Leistungsfähigkeit mit menschlicher Wertorientierung, mit Stimmigkeit für meine Lebensentwicklung kombinieren? Und auch da wird dann keine Trennung vorgenommen, die wir nachher wieder schlecht zusammenkriegen, sondern das wird von vornherein multiperspektivisch im Zusammenhang gesehen. Und von daher kommt hoffentlich der Mensch sehr viel mehr zu seiner Selbstentfaltung in Organisation, aber die Organisation auch zu ihrer Leistung, zu ihrer Kultur, zur Erfüllung ihres Daseinsgrunds, indem sie engagierte Menschen, wenn die Passung stimmt und man sie auf gute Weise einbinden kann, auf diese Weise auch einbeziehen und pflegen können. Also es ist nicht nur eine Vermenschlichung von Organisation, sondern es ist auch eine Vergesellschaftlichung von Mensch. Und genau dieses Zusammenspiel Mensch und Organisation ist entscheidend. Und von vornherein schauen wir in beide Richtungen aus dem Zusammenspiel und trennen das nicht, um es später wieder zusammenzuholen. Es gibt im Moment so eine Diskussion in der Personalentwicklungsbranche, wo sich die Vertreter in zwei Welten teilen. Die einen monieren, dass Unternehmen sich so in einer Psychologisierungsfalle befinden, weil von Führungskräften beispielsweise viel stärker als je zuvor verlangt wird, dass sie sich um den ganzen Menschen kümmern, zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt gesunde Führung. Und es gibt die anderen Vertreter, die sagen, ja, das genau ist erforderlich, man muss den gesamten Menschen sehen, anders wird das nicht funktionieren. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion? Also generell ist natürlich das Problem, dass wenn wir eine Denktradition haben, die dazu führt, dass wenn wir Dinge deutlich machen wollen, wir sie polarisieren. Und meist ist das schon der Anfang eines Irrweges. Ich habe mal einen Spruch geprägt hier am Institut, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten. Also es geht genau darum, von vornherein dieser Polarisierung, die dann tatsächlich in eine Sackgasse führt, in der jeder von seiner Position Recht hat, wenn er sie nur am extremen Gegenteil abgleicht. Aber in der Mitte in Balance auf dem Pferd ist geritten. Und da denke ich, es geht nicht um eine Psychologisierung von Organisationen. Eine Organisation muss sich natürlich an der gesamten Vielfalt der Steuerungsdimensionen, die zu ihrer Gesundhaltung und Entwicklung und Leistungsfähigkeit notwendig ist, orientieren. Und dazu gehören die Menschen und deren aktiver, kreativer, selbstverantworteter Beitrag. Und deswegen brauche ich die Menschen nur insoweit, als dass sie als Glieder einer solchen Organisation zu verstehen sind. Und das muss in den Vordergrund gehoben werden. Und natürlich haben die Menschen auch viele Hintergründe, mit denen sich andere Berufe ausführlicher beschäftigen dürfen. Und diese Hintergründe scheinen auch immer durch. Und es ist gut, wenn wir dafür ein Gefühl entwickeln und eine Kultur entstehen lassen, in denen die hintergründigen Bedürfnisse und Strebungen der Menschen gut eingefangen werden, aber sie gehören nicht in den Vordergrund. Ein Unternehmen ist keine Psychologieanstalt. Herr Schmidt, Sie arbeiten schon sehr lange in der Weiterbildungsbranche und mit der Weiterbildungsbranche als Weiterbildner und als Weiterbildner-Ausbilder. Wie betrachten Sie die Branche? Also erstmal finde ich gut, dass es da eine Branche gibt, die ein eigenes Selbstverständnis hat und einen wirklichen Beitrag zum Lernen in Organisation und im Professionsfeld entwickelt. Und da gibt es viele kluge Köpfe, die sehr interessante Experimente machen. Es ist wie in jeder Profession, in jedem Feld immer eine Gefahr, dass sich jemand eine Teilperspektive rausgreift, sich irgendetwas zu optimieren versucht und dann überall versucht, das halt zu verkaufen. Und wenn das gut gelingt, träge wird, wirklich neuere, modernere Bildungskulturvorstellungen zu entwickeln. Und
Es ist eben ein Klassiker, dass man dazu neigt, und die Kunden fragen das auch an und bezahlen das auch gerne, dass serienweise trainiert wird, dass Menschen aus ihrer Rolle oft rausgeholt werden, von ihrem Arbeitskontext rausgeholt werden und dass sie in ganz andere Kontexte gesteckt werden und dass sie Dinge lernen, die im Prinzip natürlich schon irgendwie nützlich sein könnten, deren Integration aber in ihre Identität, in ihren konkreten Arbeitsalltag und in die Organisation, in die Organisationskultur sehr schwer fällt. Denn selbst wenn sie persönlich ganz viel neu machen wollen, sie kriegen ja nicht die Antworten auf ihre Reflexe. Und wir haben deswegen eine ganze Reihe von Konsequenzen gezogen. Wir versuchen, die Menschen möglichst nah an ihren Arbeitsplätzen zu qualifizieren, am Beispiel von Themen, die auch ihre realen Themen in der Arbeitswelt sind, wobei es aber dann eben nicht auf schnelle Abarbeitung ankommt, sondern darauf, dass man lernt, wie man arbeitet, die eigene Kompetenz und Professionalität anlässlich dessen entwickelt, ja sogar lernt, wie man gemeinsam lernen am Arbeitsplatz bezogen auf die eigenen Themen in einer kulturell hochwertigen Weise mitgestalten und organisieren kann. Also on the job, in the role, oriented to culture. Und da spielt natürlich die unverwechselbare Eigenart jedes Menschen, das zu lernen und zu tun, eine große Rolle. Und da hat es wenig Sinn, Schemata zu produzieren, weil kein Mensch entspricht wirklich Schemata, sondern wir versuchen eher, Lernrahmen zu schaffen und eine Lernkultur zu schaffen, dass diejenigen, die miteinander lernen können und wollen, lernen, das kompetent und befriedigend zu tun. Und wenn sie es zusammentun in einer Organisation, ist die Chance, dass sie sich gegenseitig aufrechterhaltende Signale senden, dass sie diese Kulturentwicklung gegenüber den Gewohnheiten stabil halten können, einfach sehr viel höher. Und wir haben ja viele Unternehmen, die seit vielen Jahren ihre Fachleute zu uns schicken und die vernetzen sich dann im Unternehmen und die haben eben auch nicht die Mentalität, wir müssen jetzt alles machen, sondern wir geben unser Wissen weiter, unsere Lernfähigkeit und organisieren, dass andere in der Weise miteinander weiterlernen und dadurch vernetzt sich Lernen in der Organisation ganz gut und ab einer gewissen Entwicklung gibt es dann auch eine kritische Masse, die eine Chance hat gegen Kulturgewohnheiten und manchmal auch etwas andere Interessen, sich durchzusetzen. Sie haben unter anderem einen Coaching-Verband mitgegründet. Wie ist es aus Ihrer Sicht um diese Profession bestellt? Also Coaching ist ein Erfolgsmodell, das hätte ich nicht geglaubt bei der Gründung. Ich habe am Anfang gefürchtet, dass einfach jetzt vieles umetikettiert wird. Es hat sich aber gezeigt, dass dieser Coaching-Begriff eine organisierende Kraft entwickelt. Ich persönlich begrenze Coaching nicht auf Vier-Augen-Gespräch und Umgang mit persönlichen Steuerungsproblemen, sondern ich besetze im Verband, aber mittlerweile ist es von allen positiv bewertet, die Perspektive Coaching, ich besetze den Pol Coaching als Perspektive. Viele Menschen interessieren sich für Coaching als Kompetenz, die Menschen und Organisationen und professionelle Belange gut miteinander verknüpfen. Coaches sind Zehnkämpfer und die Menschen in den Organisationen sind auch Zehnkämpfer. Die können nicht in einer Teildisziplin ins Maximum gehen, sondern, wie ich schon sagte, Wirtschaften heißt Produktionsfaktoren zusammenfügen. Die werden daran gemessen, ob sie die Dinge zusammenfügen können und ob sie sie in den konkreten Vollzug bringen können. Und Coaching ist dabei, sich zu entwickeln zu einem Grundverständnis, das auf eine humane und verantwortungsvolle Weise zu tun. Und deswegen finde ich bei allen Entartungen, die es auch gibt, ist gut, dass Coaching sich so entwickelt. Und was bedeutet Coaching als Perspektive? Coaching als Perspektive bedeutet, dass jemand, der sich mit Coaching beschäftigt, ein besseres Verständnis vom Menschen kriegt und vom Berufsleben und wie beides auf gute Weise zusammenspielen kann. Coaching als Perspektive bedeutet auch, dass ein
Mensch ein besseres Verständnis von sich und seinem Verhältnis zur Organisation kriegt, dass also die Organisation als Ort, in dem Menschen leisten, aber auch ihr Leben verbringen, verstanden wird und aus der Sicht der Organisation der Mensch zwar als Leistungsträger, aber auch als jemand, der für was anderes auch noch im Leben unterwegs ist, verstanden wird und Coaching als Perspektive entwickelt eine Expertise für diese Zusammenhänge und bedient sich dabei aus allen Fachdisziplinen. Das bedeutet Coaching als Perspektive. Auf den Petersberger Trainertagen wollen Sie einen Vortrag halten über das Thema innere Bilder. Ja. Was können sich die Teilnehmer darunter vorstellen? Einer meiner Hintergründe ist ja die Jungsche Psychologie, wo es sehr viel um Symbolik und Archetypen geht. Ich habe ja auch bei Milton Erickson studiert und von daher sehr viel mit Metaphern und mit narrativen Methoden, wie man so schön sagt, gearbeitet und habe das immer auch als wichtig gefunden, um sich selbst zu verstehen, auch wenn man es nicht genau erklären kann im Sinne von 1:1. Aber man kann ein Verständnis von sich selbst gewinnen und entwickeln. Und die Sprache mit den inneren Bildern in mir selbst, dieser Dialog, kann mir helfen zu verstehen, was meine Seele weiß, was mein kategorisierender Verstand nicht unbedingt erklären kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir narrative Methoden, die Bilder als zulässig, auch im beruflichen Bereich, im Organisationsbereich ansehen, einführen und dass die Menschen diese Sprache lernen, um auf diese Weise mit ihrer Intuition in ein gutes Zusammenspiel zu kommen. Und das gilt innerhalb der Persönlichkeit, dass wir uns da nicht spalten in ganz verschiedene Welten und Interessen. Aber das gilt auch zwischen den Menschen. Wenn man sich gegenseitig erzählt, mit welchen Bildern man zugange ist, versteht man in einer Weise etwas über den anderen, was man gar nicht genau benennen kann. Und dann steigen in einem selbst Bilder über den anderen und über gemeinsame Tätigkeiten, Chancen, aber auch Gefahren des Zusammenwirkens auf, die man auch nicht gleich versteht, sondern oft nur erstmal als Bilder hat. Und wenn es erlaubt ist, diese Bilder erstmal einzubringen, dann gibt es eine gute Basis, um darüber sich auszutauschen. Und Bilder sind ja nicht an sich gut. Es gibt Bilder, die irreleitend sind, Bilder, die Vorurteilen entsprechen, Bilder, die sich in einem Lebensbereich ansiedeln, der gerade gar keine Rolle spielt. Und dadurch, dass das Gegenstand der professionellen Auseinandersetzung wird, wird auch die Intuition geschult und die Menschen lernen, den Zugang zu ihrer Bilderwelt auch professionell auf eine gute Weise zu nutzen und doch angeschlossen zu sein an das Seelenhafte in uns allen. Ja, das klingt interessant. Vielen Dank. Gerne.